Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. So, hier haben wir jetzt alle Gegner geklärt. Wir haben auch eine neue Krafterhalter. Und zwar hier die Aura-Barriere. Ja, schön. Noch kriege ich das nicht richtig hier und ich glaube, ich habe das auch nie so wirklich gekriegt, wie das funktioniert. Troppili, Pilzili haben wir auch wieder. Und damit müssen wir jetzt nochmal zu dem anderen Gebiet zurückgehen. Weil da warten ja noch ein paar Gegner auf uns, die auch nur hinter dem Pilzstrang erreichbar waren. Heidewitzka. Irgendwie habe ich mir immer wieder einen mächtigen Kloß im Hals, der nicht weggehen will. Und je mehr ich spreche, desto aktiver wird er natürlich. So, hier waren noch ein paar Gegner. Ja, da ist schon einer. Der hat nur auf mich gewartet. Nun wieder so ein komischer Flötist. So, komm mal her, du Flötist. So. Okay. Ja, hier nochmal das übliche Klientel. Und eine Abwehrverbesserung hat er für mich. Perfekt. Gut, wo geht's dann hier ins nächste? Da geht's ins nächste Gebiet. Okay. Okay, gut. Wie viele Gegner haben wir hier? Oh, hier schweben die Kerle jetzt schon frei rum. Abseits von ihren Pilzdinger. So, komm schon. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 680 Kristalle. Nicht schlecht. 6 Leber haben wir immer hier schon. Das ist nicht verkehrt. Ja, die Vampire haben wir da ja ordentliches Loch reingerissen. Normalerweise ist das auch kein Thema, aber Mu empfinde ich persönlich als ein ziemlich harte Dungeon. Und dementsprechend vor allem die Vampire. Mit denen wäre ich einfach nicht warm als Gegner. Ich glaube, hier irgendwas verpasst. Nö. Pff, okay, habe ich was falsch im Kopf gehabt, Eber. Na gut. Nee, also die Vampire finde ich definitiv als härteste Gegner. Die anderen sind eigentlich alle so lala oder ja, teilweise recht easy sogar. Aber die Vampire, alter Falter. An denen tue ich mal jedes Mal unglaublich schwer. So. Okay, wie viel sind da noch übrig? Enna. Taha. Ja, da ist er. Der letzte Gewitterputze hier in dem Gebiet. Und er gibt mir Stärke. Perfekt. Optimal. So. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Gibt auch keine Schätze hier in dem Gebiet. Das heißt, hier können wir einfach nur durchlatschen. Das war nur ein normales Übergangsgebiet, was unsere Stärke etwas erhöht hat. Wie sieht's hier aus? Nur ein Schatz, kein Gegner. Dann muss hier wohl die Teekanne auf uns warten. Ich glaube, das war's, was ich verbunden habe. Ich habe gedacht, am Ende von sowas wäre ein Sphärenportal. Dabei ist hier einfach nur die Schatzkiste, die auf uns wartet. Und da muss diese Tränenkanne sein. Teekessel gefunden. Richtig geiler Scheiß. Das erwarten wir doch natürlich, dass man das noch im Dungeon kriegt. Und dazu diese hochtheatralische Mucke. Teekessel, der Krug ist mit Tränen gefüllt. Interessant. So, dummerweise können wir jetzt, glaube ich, nicht einfach so rausmarschieren, sondern wir müssen den ganzen alten Schinke wieder zurücklatschen. Yay, da freue ich mich natürlich wieder wie Sau drauf. Orientierung lässt grüßen. Ja, das fängt schon hier an, ne? Ich bin das gerade vor ein paar Minuten gelaufen, vor ein paar Sekunden sogar einfach nur, und habe schon wieder den Rückweg verplant. Ja, ich bin echt ein Orientierungsking. Das ist dann sehr schade, dass man jetzt sagen kann, ich verlasse jetzt das Gebiet, wo die Teekanne war oder der Teekessel war und bin dann automatisch raus hier aus dem Ganzen. Nee, ich muss den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen. Juhu! Oh Mann, oh Mann. So, jetzt muss ich den Rückweg einfach nur nochmal meistern, ja. Ach du Scheiße. Ja, ich wäre hilflos verloren, glaube ich. Ich müsste mal überall, wo ich entlang gehe, bei so einem Abenteuer, müsste ich mal überall so Brotkrume legen, damit ich den Weg zurück wieder finde. Alter Falter. Okay, war dann hier der Weg, oder? Hier geht's auf jeden Fall mal weiter. Gehen wir einfach mal hier entlang. Ach du Scheiße. Ja, das ist sowas, da müsst ihr euch bei mir definitiv immer dran gewöhnen. Dass ich definitiv nicht so ein Held. Oh Gott, ich sag's ja häufig definitiv, das quält mir auch nicht. Denn dass das eine neue Macke von mir wird. Also, ich bin auf jeden Fall ein Hundsmiserabel in puncto Orientierung und finde mich sehr schlecht auch nur zurecht. Das ist auch so eine Sache,
Wenn man mich 5 Kilometer außerhalb von meinem Dorf aussetzt und mich im Kreis dreht, weiß ich nämlich, wo ich bin. Oh, okay, das war auf jeden Fall nicht der Weg. Gut zu wissen, das war nur einer von den optionalen Dinger. Das heißt, ich muss woanders lang. Da muss es irgendein Weg, der noch ohne geht, gewesen sein. Ja, genau, da muss es der gewesen sein. So. Ach, du liebster Gettel, das wird wieder lustig. Da kann ich nicht lang gehen, weil ich nicht Willi hab. Das heißt, ich muss hier lang flitzen. Ach, du Scheiße. Muss mal wieder den Willi holen und dann mit dem raus. Das ist immer etwas ätzend bei deiner alten Spiele, muss ich sagen, dass man dann nicht einfach sagen kann, okay, wir haben jetzt gefunden, was wir wollen, er findet Weg automatisch zurück. Nö, ich muss das alles wieder manuell machen. Das ist schon etwas ätzend. So, ich speichere jetzt vorsichtshalber nochmal ab. Und so sei es. Oh Mann. Aber ich habe mich auf jeden Fall was unseren dritten Charakter angeht. Ich habe echt gedacht, wir finden den hier tatsächlich. Aber offensichtlich findet man den dann doch etwas später erst. Sorry, wenn ich dann hier Hoffnungen möglicherweise schon geschürt habe. Aber wir kriegen den dritten Charakter auf jeden Fall noch im Laufe des Spiels. Keine Angst. Ich habe nur gedacht, das wäre jetzt schon der Fall tatsächlich. Okay, Tempelberg, gut. Das heißt, wir sind mit einem ursprünglichen Anfangsareal. Wir sind auch sogar schon wieder der Willi. Das ist auch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und von da kamen wir. Ja, wir kamen von hier. Sehr gut. Okay. Nördlich ist nichts mehr, wie man so sieht. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber es ist ja eigentlich eher so Fantasiekarte. Die ganze Welt von Illusion of Time. Ist zwar schon grob an europäisches oder generell so an Mittelalter angelehnt. Trotz allem ist die Karte eher so Fantasiekarte. Das hat ja nur, sagen wir mal, für die einzelnen Orte hat es diverse historische Hintergründe, das Ganze. Aber für die tatsächliche Karte ist das relativ nichtssagend. Ja, einen Apfel, den haben wir noch, der frische Apfel. Ja, viele Leute befinden sich unter dem Einfluss von Schreien. Ja, genau, das kann ich mir vorstellen. Gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zum Nil und zu seiner Eltern. Ihr werdet schon gleich merken, warum ich das so seltsam sage. Und hier gibt es etwas, was ich euch zeigen sollte. Der hellsche Teekessel hoch, es regnet die Träne der Geister. Aha, die sind nämlich etwas dazu sei vorgeben hier, die Gestalter. Schon bald hüllt sich die Welt in Dunkelheit. Der vorherige Besitzer von dem Körper schläft als Skelett und am Schreien. Das hört man nicht so gern. Da war man nämlich schon mal. Punkt, 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 Punkt. Ich weiß jetzt, wie wichtig meine Eltern für mich sind. Ich wünscht, ich hätte ihnen das auch sagen können. Willi. Lass mich bitte für einen Augenblick allein. Ich fühle mit dir, Nil. So habe ich dich noch nie erlebt. Ja. Am nächsten Morgen sind alle betrübt. Ja, super, super Stimmung. Mit viel Glück bricht die Beerdigung aus. Aber wir haben ja schon gesehen beim Schreien, die Sklave haben ja gesagt zu den zwei Skeletten, das waren unsere Freunde. Das heißt, ursprünglich waren wohl die Eltern vom Nil nicht gerade sehr amüsiert darüber, dass hier Sklavenhandel ausbricht. Die wurden anscheinend von irgendwelchen Leuten abgemurkst und dann durch dieses Mondvolk ersetzt, die dann das Sklavenhandel leiten. Moin, es tut mir leid wegen gestern. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht, ich bin der Erbe von der Firma. Um den Menschenhandel zu stoppen, muss ich es übel an der Wurzel packen und die Firma verändern. Die machen Geld aus dem Elend von Menschen. Du willst Präsident von einem Unternehmen, wäre unglaublich. Hör auf, du machst mich verlegen. Kara, jemand hat noch dir gefrucht. Er behauptet, er sei ein alter Freund. Was? Hey, komm alle rein. Ja, den kennen wir.
Hamlet! Was ist dann passiert? Bist du in Ordnung? Er ist der ganze Weg hergelaufen, um dich zu sehen. Lilly hat ihn in Wotermia gefunden und hat ihn mal über Rolex Schnellversandservice hergeschickt. Wie gut, dann kann der Hamlet ja euch statt mir begleiten. Ja, das ist genauso gut, ne? So ein Schweinchen ist genauso gut wie ein intelligenter Forscher. Frau hat nur Schweinerei im Kopf. Wisst ihr, von hier befinden sich die Ruine von Angkor Wat. In der Nähe muss sich das Dorf von der Sklaver befinden. Lassen wir uns aufbrechen. Hey, ich bin doch noch mit anderen Retter. Mist. Okay. Dann geht es halt ohne Neil. Tschüss zu Sarah. Aber wir haben jetzt Hamlet noch mit dabei. Allerdings hat das Ganze dann auch wieder etwas tragisches Nachspiel, wie ich sagen muss. Weil wir kommen jetzt beim Kraldorf an. Kral ist übrigens die Bezeichnung für afrikanische Runddörfer. Nur so nebenbei. Oh, hier ist es so warm wie in der Trope. Oh, die Hitze, mir verschwimmt alles vor der Aare. Wir können nichts machen. Jetzt lassen Sie mal irgendwo übernachten. Ja, die Wutz geht mit. Ganz brav. Und oh, ja, das ist das Dorf von der Sklave. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeit erlebt. Ja, selber auch bei dem. Ja, hier soll ja irgendwo Sklave. Sklave, sag ich. Hier soll ja irgendwo Seuche ausgebrochen sein. Das hat uns ja schon sowohl der Sklave in der Diamantenmine erzählt, als auch in Euro nochmal bestätigt. Und ich habe ja damals schon bei der Sklavenmine, bei der Diamantenmine gesagt, dass wir hier auf jeden Fall noch zu dem Dorf kommen werden. So, erstmal speichern. Und dann sprechen wir mal mit unseren Leuten. Und was sagst du, Erik? Sagst nix? Du auch nicht? Seltsam, niemand zu sehen, nur Skelette liegen überall verstreut. Soll man in die Häuser gucken? Ja, schau mal, Mone. Niemand da, das Dorf sieht ja verlassen aus. Ja, prima, hier können wir wohl bleiben, wenn wir wollen. Wäre ich jetzt nicht so sicher, aber wenn ihr meint. Ich gehe jetzt gerade nochmal da neben reingucken. Oh. Ja, die Seuche, die versteinert. Rotes Juwel haben wir noch gefunden. Die Statue vom Mädel steht schweigend da. Hier auch und hier auch. Ja, das haben wir ja schon auch gesagt, kriegt, dass diese Seuche auch Menschen versteinert. So, was sagst du wieder? Du sagst nix. Du auch nicht und du? Wahrheit reicht's. Alle hopp. Völlig erschöpft von der Reis fallen alle in einen tiefen Schlaf und eine lange Zeit vergeht. Aber offensichtlich sind hier auch noch ein paar Leute, die am Verhungern sind, so wie man die sieht. Man sieht die Rippe ganz deutlich, auch wenn das diese etwas schlechtere Super Nintendo-Grafik ist, aber man sieht eindeutig, was gemeint ist. Was? Ach, Hamlet, lass mich noch ein bisschen schlafen. Was? Willi, mach doch nicht so einen Krach. Oh, wer seid ihr? Autsch, 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 au. Ja, da kriegen wir wohl ein bisschen Prügel ab. Nicht so schön. Und wir finden uns hier jetzt gefesselt vor. Die scheinen sehr hungrig zu sein. Gucken wohl, die Kinder sehen so mitgenommen aus. Das stimmt. In Bu hat man das schon in Phrygia erzählt. In dem Land herrscht wohl große Hungersnot. Die Knochen sind die Überreste von der Verhungerten. Oh nee, wir sind die Nächste. Das ist auch wieder so eine Szene im Spiel. Die finde ich absolut gänsehauterregend. Hamlet, was hast du? Als ob wir uns bald trennen müssten. Oh. Das ist so ein Moment wieder im Spiel. Oh. Wo man dann sieht, wie dieses rosa Ferkel hier auch zum gebrotene Ferkel wird und sich hier bewusst opfert, dass die drei Menschen weiterleben können. Das ist wieder so ein absoluter Gänsehautmoment. Und wie man das auch teilweise von Tieren aus dem richtigen Leben kennt, die ihr Menschen so sehr lieben, dass sie sich für die sogar opfern.
Und in dem Fall scheint das Schwein verstanden zu haben, wenn es sich opfert, dann können die Menschen weiterleben. Weil die silber Person hier dann was zu essen haben. Hamlet, was? Das arme Schwein. Hamlet, warum? 8 Leute sind es eigentlich, und er steht ja noch hinter uns. Armer Hamlet, er hat es für uns gemacht. Das ist jetzt etwas geschmacklos, dann wieder dieses Schwein oder nicht sein. Plötzlich erklingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu, es war Hamlets Wunsch, die Menschen zu ernähren. Kleines Ferkel kann viele Dorfbewohner retten. Mama? Willi und jeder, der hier ist. Ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Finden die mystische Statue und begebt euch zum Turm von Babel. Hier könnte man dann auch möglicherweise argumentieren, dass die Mutter von Will hier als Hamlet wiedergeboren worden ist. Der Stamm wird immer kleiner, viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern und Freunde, die arme Menschen. Hamlet ist ins Feuer gesprungen, er hat sich geopfert, um uns zu retten. Der Mann reicht Nahrung. Auf der Endeszeit muss man sagen, eigentlich nee, die Leute können es besser vertragen. Auf der anderen Seite ist es ein Friedensangebot und da Angkor Wat in der Nähe ist, sind wir eigentlich auch da in Asien. Lass mich gerade mal überlegen, Angkor Wat liegt in der Nähe von Indien. Ich weiß nur jetzt, mir fällt gerade nicht das Land ein, wo es liegt. Ich glaube in Kambodscha liegt Angkor Wat. Und in der ganzen Gegend Kambodscha, Indien, Thailand gilt es eigentlich als Unverschämtheit, Esser abzuschlagen. Und auch wenn die Dorfbewohner Hunger leiden oder Hungersnot haben, zählt bei der Gastfreundschaft unglaublich viel und man bietet auch Fremde immer was zu essen an. Deswegen, wir sind nicht urhöflich. Schmeckt wie Insektenklöße. Es war erstaunlich, aber schien, als würden wir uns gegenseitig verstehen. Ja, das ist dann wieder so eine Sache hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch mal wieder einer von den viele, viele Gänsehautmomente im Spiel. Aber meiner Meinung nach ist die Sache hier mit Hamlet zusammen mit der Sache mit Ishtar, sind es die beide Gänsehautmomente im Spiel für mich. Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Ja, ich nehme sie an. Wir verstehen uns zwar nicht, aber ich denke, wir sind der gleiche Meinung. Der Mann sieht Will tief in die Aare, zurückstarre. Ja. Es scheint so, als wäre der Mann direkt in der Herzseher. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Spruch, aber trotzdem. Das ist auch wieder so Botschaft für... man versteht Menschen auch ohne, dass man die Spruch kann. Und es gibt einfach universale Sprüche, die uns auf der Welt hier als Menschen verbinden. Und in erster Linie ist man nicht Europäer oder man ist Afrikaner oder Asiater oder speziell dann Deutscher, Kambodschaner oder sonstiger Nationalität. In allererster Linie ist man Mensch. Und ich finde, das ist auch eine Botschaft, die heute noch sehr viel zählt, vielleicht heutzutage auch aktueller denn je. Meiner Meinung nach ist es einfach nur wichtig, man ist Weltbürger, wir alle sind Menschen. Und wenn wir das nicht verstehen und weiter auf Nationalität so einen Quatsch beharren, werden wir uns hier nie einig auf der Welt. Ja, ach, dem seine Hand nehme ich selbstverständlich an. Und ach, hier gucke ich zurück in die Aare. Und ach, seine Nahrung nehme ich an. Er zieht an... Entschuldigung. Ja, das ist das Monette... reine Kloß im Hals von Rauche oder sonst irgendwas, sondern hier steckt man wirklich aufgrund von der sehr prekären Lage und von dieser Situation, die hier herrscht, steckt man tatsächlich ein Kloß im Hals, weil ich das schon, ich finde, das geht einfach unglaublich tief, das Ganze. Und ja, ich gehe auch mit ihm und er winkt mir und führt mich wohl hier zu dem Leichnam.
Er guckt auf das Skelett mit Tränen in der Aura. War das ein Verwandter oder ein Freund? Ja. Er will einfach wahrscheinlich auch ein bisschen das Leid auch zeigen. Und der Junge zeigt noch Nordoster. Er malt ein Bild von einem Tempel auf die Karte. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass er Achtor hin mag. Okay. Ja. Hamlet hat uns hier gerettet. Und wow, ich sage dir, liebe Leid. Mehr muss ich doch jetzt an dazu sagen. Ich weiß, dass wir in Angkor Wat, was unsere nächste Anlaufstelle ist, dass wir hier Mittel kriegen, um die drei Mädels zu heilen. Dass wir Mittel gegen diese Krankheit kriegen. Und ja, jetzt wissen sie anscheinend auch das Opfer von Hamlet hier zu schätzen. Ja. Ich werde nie wieder sein Grunze hören. In der Luft liegt plötzlich der Duft von köstlichem Schweinebrot. Ja. Ja, ich nehme natürlich aus der Hand wieder. Die Leute haben wenigstens was zu essen. Das wird sie ein bisschen satt machen wieder. Ich habe von deinen Kindern ein Wort gelernt. In ihrer Gegend scheint Ramapoi so viel wie Hallo zu bedeuten. Der Stamm wird immer kleiner. Ja, das hatten wir schon. Tja, dann würde ich sagen, wie allzu oft, ihr liebe Leute, mache ich hier meinen Cut beim Sphäreportal. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time of Pelzig, wenn ihr wollt. Ich finde, das ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, um hier seinen Cut zu setzen. Weil würde ich jetzt bei Angkor Wat oder was noch weitermachen, würde es einfach dem Ganzen die Dramatik und auch ein bisschen das Nachdenkliche an Schärfe nehmen. Und ich finde, gerade noch so einer Episode könnt ihr noch herrlich heute und morgen drüber nachdenken, was hier eigentlich passiert ist. Ihr könnt auch sehr, sehr gern kommentieren, wenn euch das wichtig ist, das Ganze zu kommentieren. Mir persönlich wäre es persönlich wirklich wichtig, wenn wir darüber möglicherweise einfach nochmal in die Kommentare philosophieren. Es wäre schön, hier nochmal eine Teilnahme von euch zu sehen, wie euch das Ganze berührt hat. Mir persönlich würde das wirklich viel bedeuten. Ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time of Pelzig, wo wir dann den nächsten Dungeon Angkor Wat stürmen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.